Ja, die Feuerwehr wurde um 20.20 Uhr hier in den Lohweg nach Hannover-Miesburg zu einer Rauchentwicklung in einer Lagerhalle alarmiert. Bereits auf Anfahrt der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 5 war eine Rauchwolke am Himmel zu erkennen und daraufhin wurde die Alarmstufe entsprechend erhöht. Wir müssen hier auf die Einsturzgefahr der Halle achten, sodass wir unsere Einsatzkräfte nur im Außenbereich einsetzen. Dazu haben wir mehrere Drehleitern und Teleskopmastbühnen mit Wenderohren im Einsatz, mehrere Löschtrupps mit handgeführten Rohren sowie unser kettengeführtes Löschunterstützungsfahrzeug. Dieses ermöglicht uns ferngesteuert, also unbemannt, in die Halle hereinzufahren und dann einen Löscherfolg auch innerhalb des Gebäudes vornehmen zu können. Die Rauchwolke war im ganzen Stadtgebiet der Landeshauptstadt erkennbar. Aus diesem Grunde gab es auch mehrere Notrufe in der Regionsleitstelle Hannover und mit dem Hintergrund, was dort brennt, weil eine große Rauchsäule sichtbar ist. Also es hat ein hohes öffentliches Interesse ausgelöst, dass diese Rauchwolke über die ganze Stadt wahrnehmbar war.